Willkommen in Namibia. Wer Namibia mit dem Camper gut findet, der ist hier genau richtig. Ich zeige euch, wo es lang geht, wo es schön ist, was wir alles erlebt haben. Wir haben uns für eine 3 Wochen klassische Tour entschieden. 4 Tage Kalahari, dann 5 Tage Namib, ein paar Tage in den Erongo-Bergen und zum Schluss noch 5 Tage Etosha. Da wir nur Natur sehen wollten, haben wir Windhoek ausgelassen und sind gleich nach der Ankunft nach Süden gefahren. Hier in der Kalahari Anib Lodge ist der perfekte Ort, um in Namibia anzukommen. Die 3 Stellplätze etwas abseits der Lodge sind wunderschön, haben ein privates Badhaus, eine Terrasse, Strom und einen Grillplatz. Als Campinggast kann man alle Einrichtungen der Lodge mitbenutzen, wie hier das Restaurant oder hier die Bar. Unbedingt empfehlenswert ist auch der Evening Drive über das Gelände der Lodge. Abitrunga doesn't stink. So you see the berries, some of them are open, those fruits. These are the berries because they are sweet, they eat them. Man bekommt allerhand Tiere zu sehen auf dieser Fahrt. Und zum Sonnenuntergang gibt es dann den klassischen Sundowner auf einer Düne. Ja, also bitte. Noch besser sind die vielen Wanderwege hier. So erleben wir die Kalahari hautnah. Bevor wir weiterfahren, ein paar Worte zum Wohnmobil. Ein Allradfahrzeug sollte es auf jeden Fall sein. Die meisten Straßen sind zwar auch mit einem Zweiradantrieb zu fahren, aber halt nur die meisten. Wir sind 2-mal falsch abgebogen und standen dann im Tiefsand. Einige Strecken gehen überhaupt nur mit einem 4x4. Und auch die robuste Bauweise des Fahrzeugs macht bei diesen Straßen viel Sinn. Üblicherweise sind hier ja Allradautos mit Dachzelt im Einsatz. Wir haben uns aber für einen Pickup mit Aufsatz entschieden und waren sehr zufrieden. Wir haben alles dabei und müssen nicht jeden Tag auf- und abbauen. Es sieht ja lustig aus, unser Auto mit einem Würfel hinten drauf. Aber praktisch war unser Camper auf jeden Fall. Er kommt von der Firma Bobo Campers, die man ab Deutschland über die Camperbörse buchen kann. Und weiter geht es in Richtung Süden zum Kücherbornwald. Der Campingplatz ist auf einer Farm gelegen und direkt neben dem Wald. Nun ja, Wald ist jetzt etwas übertrieben. Aber in der Tat stehen hier sehr viele von den Köcherbäumen, die eigentlich aussehen wie vertrocknete Riesenbrokkolis. Auf dem ganzen Gelände laufen übrigens viele putzige Klippschliefer umher, die auch gekonnt über die Bäume klettern. Da der Campingplatz hier gleich nebenan ist, eignet sich der Platz übrigens hervorragend für einen romantischen Sundowner im Wald.
Wer Zeit und Lust hat, kann übrigens noch einen Abstecher zum Giants Playground machen. Hier gibt es Felsen zu beobachten, die in der Tat wie ein Spielplatz von Riesen aussehen. Nicht verpassen sollte man aber den Cheetah Walk morgens auf der Farm. Hier kann man die Fütterung der Haustiere der Farm hautnah miterleben. Empty. Ganz im Süden unserer Tour haben wir übrigens statt Camping in einer Lodge gewohnt. Die Eagles Nest Chalets liegen extrem spektakulär an einem Berg, wirklich wie in einem Adlerhorst. Die Hütten sind aus der Entfernung kaum zu erkennen. Drinnen erwartet uns ein schön gedeckter Tisch. Da die Hütten ca. 20 Minuten mit dem Auto von der Lodge entfernt liegen, kann man das Essen zum Selbermachen mitnehmen. Der Felsen ist übrigens Teil der Hütte selbst. Die Hütten sind sehr authentisch und gemütlich eingerichtet und laden zum Verweilen und Ausflug ein. Von der Terrasse hat man einen gigantischen Blick in die Prärie. Und einen tollen Sonnenuntergang gibt es abends gratis dazu. Den sechsten Tag verbringen wir auf der Coimasis Ranch. Hier treffen Berge, Wüste, Savanne und Trockenflüsse an einem Ort zusammen und machen diese Landschaft aus. Die Zufahrt zur Farm ist schon spektakulär. 20 Kilometer fährt man über eine sandige Piste, bis man die Ranch erreicht. Unweigerlich fragen wir uns, was man hier in dieser Einsamkeit macht. Der nächste Supermarkt ist 400 Kilometer entfernt, die nächste Farm 30. 500 Rinder und 250 Pferde leben hier auf der Farm, dazu Strauße und Hühner. Okay, der nächste Supermarkt ist also egal. In der Nacht passiert für diese Region etwas sehr Sonderbares. Es fängt an zu regnen. Also richtig an zu schütten. Als wir abreisen, freut sich Anke, die Chefin der Ranch, aber wie verrückt. Es ist der erste Regen, den sie seit 4 Jahren hier sieht. Bei diesen Bedingungen fährt es sich auf den sandigen Straßen wie auf hohen Eiern. Aber schon kurz danach entfernen sich die Wolken und entgegenkommende Autos ziehen wieder eine lange Staubbahn hinter sich her. Was jetzt folgt, ist der schönste Campingplatz der Welt. Mitten in den Dünen der Namib, in absoluter Einsamkeit, verbringen wir einen wunderschönen, sandigen Tag. Um uns herum gibt es nur Sand und die Oryx-Antilopen. Thank you.
zu früh müssen wir wieder abreisen. Denn dummerweise haben wir hier nur einen einzigen Tag gebucht. Und los geht es. Früh aufstehen für die Touristenattraktion Namibias. Das Sossusfly. Weiter geht es nach Swakopmund, von wo es leider keine Videoaufnahmen gibt. Meine Kamera hat den Sandsturm leider nicht überlebt, weswegen ich mir eine neue kaufen musste. Also machen wir weiter mit den Erongo-Bergen, hier die Spitzkoppe, dem Matterhorn Namibias. Umgebung rund um die Spitzkoppe ist ein riesiger Campingplatz. Hier hat man viel Platz zum Wandern oder einfach nur ausruhen. Auch hier begegnen wir den putzigen Klippschliefern. Thank you.
Nicht weit entfernt von der Spitzkoppe ist Bulls Party. Eine riesige Gesteinsfläche, voll mit den lustigen Riesenmurmeln. Mit einem Zwischenstopp am Waterberg und in Tsumeb fahren wir 6 Tage in den Etosha Nationalpark. Natürlich sind wir hier zum Tiere schauen. Einige unserer Lieblingsaufnahmen zeigen wir euch hier. Ein besonderer Tipp ist das Dolomite-Camp ganz im Westen des Parks.
Hier beziehen wir eine Hütte auf einem Berg über der Prärie. Wir haben einen gigantischen Ausblick auf die Savanne und beobachten den ganzen Tag lang Tiere.